Arzilistram. Den Aquis Patibus Tagite. Zack. Unos. Nein, mach den hier noch voll. Gibt schon jemanden, also, nein, der kommt die andere Sorte rein. Gut, achso, gut hier. Chef. So, der hat dann halt duscht. Ja, gib dem Dirk mal, ich sehe dem dann an. Scheiße, willst du nochmal. Römische Blödsinn. Danke. Danke. So, Leo. Gut, danke, danke. Wo ist der Kälte? Bei der zweiten Amphore, da muss ich sagen, ich weiß es nicht, was sie bringen Trauben. Was ist in den Traubenschalen drin? Haben wir dort Sauerstoff drin, der noch Oxidationen hervorruft? Ich kann es nicht sagen. Das werden wir nachher dann sehen. Und was für mich jetzt interessant ist, diese beiden georgischen Amphoren wurden mit einer Abdichtung gemacht, die wir auch gewünscht haben. Und diese Abdichtung soll relativ dicht sein. Und das will ich dann, das soll der Florian nachher machen, kurz mal nachmessen, wie viel Zentimeter von oben runter fehlen. Ich hoffe, dass der Metermaß hingeht bis unten hin. Die Amphore ist 1,40 Meter. Wir haben mit dem Marmor reagiert und mit dem Ton unten reagiert. Nachher bricht mir die Amphore beim Öffnen und dann hätte ich einen Verlust. Deswegen das Einzige, was hier nicht römisch ist, ist diese blöde Gummidichtung. Aber ich glaube, das können wir, das packen wir. Welche Weizen haben Sie denn? So, geerntet worden ist 2012. Eine Riesling Spätlese. Das haben wir auch fotografiert durch das Refraktometer mit 192 Grad Öchsle. Und die liegt hier drin. Einmal in der ersten Amphore nur als Most. Also so wie die Römer das hier in Piesport, in Braunerberg und so weiter gemacht haben. Römer mit Brille gibt es. Ja, besser. Hallo. Die sind. Ein zweiter machen wir.